Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Splatoon. Im letzten Part haben wir ja das Tutorial mal abgeschlossen, uns dann mit meinem Privataccount verbunden, um auch eine MeiWorse-ID zu haben, wo wir diese tollen Bilder hier uns angucken können. Und tragen dieses tolle Glurak-Shirt. Naja, das ist übrigens der Mietsrichter hier. Tipps vom Mietsrichter. Das ist eine dicke, fette Katze. Miau, hast du deine Stufe erhöht und warst im Waffenladen? Das solltest du nach einem Aufstieg als erstes vorbeischauen. Ja, habe ich noch nicht gemacht. Wir wollen jetzt erstmal gucken, wie das Spiel abgeht. Deswegen rein in die Lobby und gucken, ob wir diesmal wenigstens auch ein paar Spieler finden. Könnte sein, dass das gerade nicht ging, weil die Arenen umgestellt haben. Genau in dem Moment, wo wir versucht haben, einen Kampf zu finden, wurden hier die Arenen durchgeschaffelt. Die wechseln einfach durch. Also pro Tag oder so. Ich weiß es nicht so genau, ne? Also auf jeden Fall wechseln die. Man darf sie nicht frei auswählen. Es sind immer so zwei, in denen man sich beult. Und dann am nächsten Tag ist es wieder andere. So habe ich es bis jetzt gesehen. Ob das wirklich so ist, wird sich noch zeigen. Jawohl, diesmal kommen wir auch mal rein. Also so sieht es normalerweise aus. Ja? Man sitzt hier nicht stundenlang und wartet, sondern zack, das flutscht so durch. Wird wahrscheinlich tatsächlich so gewesen sein. Revierkampf, färbe möglichst viel ein. Bohrinsel Nautilus. So, wir sind orange. Oh, ich wäre lieber lila gewesen. Bereit? Los! Ah, okay. So, der Plan ist, wie gesagt, möglichst viel in seiner Teamfarbe einzufärben. Wenn man auf feindliche, also andere Spieler trifft, kann man diese auch einfärben und wenn man sie mit ganz viel Farbe verfärbt, dann kriegen die auch Schaden und sind kurz auf dem Spiel. Also man tötet sich hier nicht, aber ist quasi das andere Feinde abschießen. Oh je, da hat einer schon eine Bombe geworfen. Scheiße, ich hab so wenig Tinte. Oh, kacke, das hat nicht so ganz funktioniert. Ich dachte, ich bin mal schlau und werfe eine Bombe. Hat aber nicht so gut funktioniert. Erstmal Tinte auffüllen. Da oben sitzt sie die... Ist ja fies. Hat sich da oben einen ordentlichen Camperplatz ausgesucht und schießt von da auf die Teammates. Es gibt natürlich nachher, wie gesagt, auch noch andere Waffen. Ihr seht hier ja auch schon Leute mit anderen Waffen rumlaufen. Am Anfang hat man halt nur diese kleine Spritzkanone. Das ist relativ unspektakulär noch und sehr mühselig alles. Ihr seht, da hat einer irgend sowas Eimerartiges. Manche laufen hier mit so einem großen, Wischer da rum. Wie wenn man Wände streicht. Ist auch ganz witzig eigentlich. So, und die Steuerung wirkt auf den ersten Moment ein bisschen merkwürdig. Also ich habe auch gedacht, das sieht aber kompliziert aus, auch mit dieser Mischung aus. Ich kann mit dem Joystick lenken und zielen und ich kann halt das Ding wippen. Oh, 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 was ist das? Ist das was Gutes? Ist das was Schlechtes? Ich habe keine Ahnung, irgendwelche Fäden ziehen zu mir und ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung, was das war, aber haut schon hin. Zu wenig Tinte, warte, ich fülle mal meine Tinte auf, so. Nix ist, meine Freunde. Noch eine Minute. Scheiße. So sieht's aus, wenn man getroffen wird. Hat er eine Gatling-Gun? Eine Tinten-Gatling-Gun? Was ist denn hier los? Okay, los geht's. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Aber man muss sagen, optisch für Nintendo auf der Wii U sieht das wirklich erste Sahne aus. Läuft super. Ich weiß nicht, ob es 60 Frames schafft. Das sehen wir nachher, wenn ich es auf YouTube hochlade, weil mein neues Game Capture Ding! Scheiße. Schafft auch 60 Frames, wenn möglich. Kann ich mir nur nicht vorstellen. Also so hübsch, wie das aussieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Ding in 60... Ah, verdammt, da sind wir nochmal getroffen worden. Dass das Ding 60 Frames wird, echt eine Gatling-Gun, dass das Spiel 60 Frames schafft. Oh, sind wir der Schlechteste gewesen? Wahrscheinlich schon. Wir ziehen einen hier ab ohne Ende. Mal sehen. Oh je. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Schwierig zu... Ja, ja, nein, wir sind im Verliererteam. Sogar deutlich, sehr deutlich. Oh je, meine Verlieranimation sieht übel aus. Sie sieht nicht glücklich aus. Aber besser im Team, besser im Team. Wisst ihr Bescheid, wer es hier reißt, ne? So. Neuer Effekt. Okay. Die Klamotten, die wir tragen, haben jetzt einen neuen Effekt bekommen. Kampf fortsetzen. Ich würde sagen, ja, wir machen erstmal weiter.
Dann bleibt man, glaube ich, auch in der gleichen Lobby. Ne, offensichtlich nicht. Und da sind wir wieder voll. Piwi! Scheiße. Ja. Der Soundtrack, muss ich sagen, den finde ich richtig cool. Also da bin ich auch mal gespannt, was YouTube draus macht. Wahrscheinlich gibt es richtig Ärger. Oh, wir sind blau. Nice. Das Setting finde ich halt lustig, dass man ein Tintenfisch ist oder überhaupt, dass es um Tintenfische geht. Und es ist insgesamt eine ziemlich coole Idee, ein ziemlich interessantes, witziges neues IP von Nintendo, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass das kommt. Wie kommt man auf so eine Idee? Und ich weiß jetzt nicht, wie es beim Zusehen ist. Das kann ich noch nicht so beurteilen. Das selber Spielen macht einen heiden Spaß. Vor allen Dingen, wenn man danach, oh Scheiße, erstmal in die höheren Level kommt. So dass man auch aktiv eher im Kampf gegen andere Spieler teilnimmt. Also nicht nur die Map bunt färbt, sondern auch sich wirklich den anderen Spielern stellt. Das macht schon Laune. Also ich habe da schon ein paar, als ich das Ding neu hatte und abends mal ausprobiert habe, habe ich so abgegangen. Ich habe das Spiel noch nie gespielt und habe auch da hauptsächlich gegen Spieler mit wesentlich höherem Level gespielt. Ich bin so abgegangen, habe die alle kaputt gemacht und das war einfach gut. Also es hat mir persönlich mehr Spaß gemacht als Battlefield 4. Und das will was heißen. Oh. Naja, so, mal gucken. Man darf sich noch nicht zu oft treffen lassen, weil damit haut man, das gibt ordentlich Punkte für das Gegnerteam. Und man haut dann sein Team doch ganz schön nach unten, wenn man sich nicht anstrengt. So. Mehr Tinte. Wow. Ist wieder zurück. Das sieht schon gut aus. Muss man wirklich sagen. Ein sehr hübsches Spiel. Ich bin jetzt vor allen Dingen gespannt, wie sich es noch entwickelt, wenn man dann noch neue Klamotten kriegt und Effekte und sowas. Soweit war ich ja auch in meinem Privatspielstand noch nicht. Da bin ich jetzt sehr neugierig, wie das sich noch darstellen wird. Oder au, hoho. Hättest du wohl gerne, wa? Da muss irgendwo einer sein. Da! Komm schon! Ah, dass ich den nicht treffe! Mit seinem dicken Roller, da haben wir auch echt nicht so wirklich die Chance gehabt. Oh je. Ich glaube, diesmal läuft das nicht so gut. Das ist ja das Schöne an so einem Nintendo-Game, wenn es jetzt Battlefield wäre, würdest du gleich von deinem Team auch noch nicht die Prügel rausgeschmissen bekommen, weil die dich beleidigen über Chat oder so. Oder Voice-Chat. Sowas gibt es bei Nintendo ja nicht. Da hast du gar keine Möglichkeit zu chatten oder Leute zu beleidigen. Man sieht nachher nur das Scoreboard und darf sich dann schämen, dass man so schlecht war. Aber niemand beleidigt einen. Vielleicht in ihren kleinen stillen Kämmerlein irgendwo in Taiwan. Wir spielen jetzt nämlich heute hauptsächlich mit Leuten aus China, Taiwan und Co. Da! Ja! Wir haben mal ein Platt gemacht. Hat irgendjemand sogar eine Farbsniper. Das ist doch witzig. Aber ihr seht, das ist halt alles ganz knuddelig, liebevoll, lustiger Soundtrack und komplett ohne Gewalt. Also sehr familienfreundlich. Es ist bunt, man spritzt hier nur Farbe rum, trifft halt andere Leute, die man auch farblich dann bunt macht. Aber man hat nicht das Gefühl, dass wir hier in irgendeiner Form irgendwas Brutales. Das sieht doch gut aus. Ich würde sagen, da haben wir doch diesmal gewonnen. Ja, siehste. Ja, die Freudenanimation ist doch auch ein bisschen hübscher als dieses Verzweifelnde. Aber sind nicht der Beste. Pee-wee war krasser drauf als wir. Also das Zeiteisen. Oh, zwei Runden gehen noch. Locker. Machen wir noch die und die nächste. Da sieht man wirklich morgens 7:30 in Deutschland ist noch nicht mal. 7:14 in Deutschland ist noch nicht viel los mit Daddeln. Färbe möglichst viel in der Farbe deines Teams. Jo. Diesmal sind wir grün. Let's do this. So, ich kenne die Map hier noch nicht. Die ist auch für mich noch neu. Ich habe es halt wirklich nur einen Abend mal ein bisschen ausprobiert. Und dann gestern, um die Aufnahme zu testen, habe ich auch meinen Account benutzt und bin dann halt Level 4 geworden. Das ist sage und umwobene Level, womit man dann endlich auch die Shops betreten darf, weil man dann hip genug ist. Wände kann man hier nicht ansprühen. Manchmal kann man Wände ansprühen. Ich habe aber keine Ahnung, ob Wände ansprühen. Oh shit. Was geht ab?
ob Wände ansprühen wirklich viel bringt oder ob das nur Zeitverschwendung ist und eher der Boden zählt. Das kann ich nicht so genau sagen. Und warum konnte der gerade 1.000.000 Bomben hier reinschmeißen? Was geht ab? Das ist alles wieder grün machen hier. Da oben ist einer von den Feinden. Nix wie hoch hier. Ich will ihn treffen, ich will ihn treffen. Baku war schneller. Ich muss wieder mehr das Tablet verwenden. Ich ziehe momentan mehr mit dem Joystick und mit dem Tablet geht es wirklich besser. Zumindest wenn man irgendwie vorm Fernseher sitzt und am Schreibtisch halten, das Ding ist nicht so der Burner. Wo ist die Sau? Da oben irgendwo. Au, 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 nix ist. Yo. Ah, die sind aber böse hinter mir her, los. Los, weg. Oh nein, keine Chance. Da wurde ich aber richtig zerknallt. Pee-wee, war der nicht gerade eben noch in unserem Team? Was ist geschehen? Pee-wee, warum hast du uns verlassen und verrätst uns nun? Das kann ich nicht gutheißen. Ja! Du. Noch eine Minute. Oh, kommt er nicht nach unten. Was ist das für ein Symbol? Irgendwas symbolisiert mir, dass da was ist, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Oh, jawohl, aber Double KO. Aber immerhin haben wir mal wieder wen fertig gemacht. Ah, wir haben unser Dings voll. Es gibt auch noch so eine Special-Fertigkeit, die man haben kann. Ist das? Keine Ahnung. Oh. Ja, schade. Jetzt war ich abgelenkt von diesem Ding. Und zwar, wenn der grüne Balken da oben voll ist, also oben rechts seht ihr diesen grünen, was auch immer das ist, diesen Balken. Wenn der voll ist, dann können wir, aktuell habe ich einen Schutzschild ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Sachen gibt und wie man die kriegt. Aber dann hat man ein kurzes Schutzschild. Jetzt habe ich so viel gequatscht und mich zweimal wegmachen lassen. Das wird nicht gut für unseren Teamscore aussehen. Aber man kann das immer wieder darauf reden, wir sind ja noch Level 4, ne? Also wir haben es noch nicht drauf. Das Das sieht eindeutig aus, als hätten wir versagt. Ja. Wie unglücklich sie aussieht, aber die Zähnchen sind cool. Also die Charaktermodelle sind schon niedlich und irgendwie cool gemacht. So, wir sind Stufe 5 geworden. Das ist doch nice. So, wir werden aber jetzt trotzdem, einen Kampf machen wir noch. Und dann widmen wir uns erstmal den Shops. Wenn das Warten nicht zu lange dauert. Das sieht gut aus. Ah, komm, einen brauchen wir noch. Da wird sich doch noch irgendwer erbarmen, oder nicht? Na siehst du, der Kampf beginnt. Färbe möglichst viel ein. Tümmlerkuppel. Okay, wir sind ein merkwürdiges Minzgrün. Let's do this. Es ist schon cool, auch wenn es dann losgeht. Mucke läuft los und alle splattern einfach nur die Farbe durch die Gegend, weil es halt cool ist. Es macht Spaß. Es sieht, ich weiß nicht, ich glaube beim Zusehen sieht es erstmal momentan echt langweilig aus, weil du fährst halt rum und färbst alles bunt ein. Wenn du dann Spielerinteraktion hast mit dem gegnerischen Team, dann wird es natürlich immer witzig. Da entstehen teilweise wirklich coole Situationen. Da habe ich auch bei meiner kurzen Zeit schon so, wir nennen das ja in unserer Szene immer Battlefield Moments eigentlich, weil vor allen Dingen bei Battlefield 3 so viel kaputter Scheiß abgehen konnte. Und sowas in der Art gibt es hier auch natürlich nicht ganz so obskur, weil hier nicht mal eben jemand mit seinem Jet irgendwie in dein Team reinfährt oder so. Aber, oh, scheiße, da habe ich mich zu sehr ins feindliche Gebiet gewagt. Ah, und noch vielleicht zwei Stück. Das war natürlich kein guter Plan. Das hätten wir unterlassen sollen. Naja, aber es passiert trotzdem. Was ist denn hier passiert? Sehr viel kaputter Scheiß. Wenn wir gleich erstmal auch bessere Ausrüstung oder sowas haben, können wir uns, glaube ich, auch ein bisschen mehr vorwagen. Also zurzeit ist ein Vorstoß ins feindliche Gebiet kein guter Plan. Die müssten wir hier etwas besser arbeiten. Hier sind noch so viele offene Flächen. Tag.
Heißt das jetzt, Taku hat, braucht Hilfe oder was heißt das? Was heißt dieser Pfeil? Oder heißt das, Feind Taku ist in der Nähe? Bin mir nicht so ganz sicher, was mir das sagen soll. Oh, oh, shit. Erstmal wegfahren. Ach, der war da drinne. Ich dachte, der wäre runtergesprungen. Ja, schade. Holy shit, was geht nun ab? Also ihr seht, die haben da teils schon echt krasse Fähigkeiten. Aber ich kann euch beruhigen, wenn ihr das abends bei uns spielt, dann werdet ihr auch nicht ganz so weggemacht, weil da zum einen dann auch mehr erstmal deutsche Anfänger noch dabei sind. Und ist klar, wenn man gegen Chinesen oder so spielt, habt ihr immer. Jawoll, noch einer. Nee, hab ich den jetzt weggemacht oder hat sie den weggemacht? Ich weiß es gar nicht. Ah, man kann hier unten, seht ihr das? Man kann cool und zu mir. Oh, shit. Jetzt wäre ein Voice-Chat geil gewesen, hätte meine Teammate einfach sagen können, Achtung, hinter dir ist irgendjemand, der dich da lang rollt. Aber man kann da unten zu mir rufen, dann kann man seine Teammates bitten, ihm zu helfen. Und man kann cool sagen. Das wird also dieses zu mir gewesen sein, was da diesen Pfeil hervorgebracht hat bis jetzt immer. Let's do this, hallo. Oh nein, 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 nein. Ja, weg, weg, weg. Haben wir einen noch platt gemacht und dann haben wir uns aber verkrümelt. Ah, das sieht wieder nicht gut aus. Schade, schade. Aber diesmal ist es ja nur 10, 11%. Aber ich hab's gerissen, immerhin. Das fühlt sich gut an. Aber ich wurde dreimal fertig gemacht. Das muss besser werden, Leute. Das muss besser werden. So, Kampf fortsetzen? Nein. Wir gehen jetzt mal in die Shops. Gucken uns da mal ein bisschen um. Okay, gehen wir mal gucken, was da so abgeht. Jetzt will ich erstmal wissen, was mit dem Typ in der Seitengasse da abgeht. Aber merkt ihr, in der Stadt, da sind die Frames doch nicht mehr so hoch. So, was bist du für einer? Siggi. Jo, was krault. Okay, was hast du für kleine zitternde Viecher neben dir? Na, was kommt denn da angedümpelt? Du siehst echt korrekt aus. Aber um hier einen auf dicke Tinte zu machen, brauchst du Ausrüstung. Mir geht's so. Ich sehe einen hippen Hecht und denke, die Ausrüstung brauche ich. Wenn's dir so geht, geh hin zu dem Checker, hau ihn mit A an. Drück dann X, um die Ausrüstung zu bestellen. Ich gebe keine Garantie, dass deine Ausrüstung dieselben Effekte hat, aber sie sieht zumindest gleich aus. Weißt du Bescheid? Ich warte auf deine Bestellung. Also ich gehe zum hippen Checker. Wahrscheinlich meint er jetzt hier irgend so wen, dass ich da hingehe und dann sag, bestellen oder was? Weil so hip sieht das jetzt nicht aus. Ist hier jemand, der hip aussieht? Das Bild ist so cool, aber hip ist es nicht. Team Green, ja, das, nee, läuft nicht. Nee, hip sind die alle nicht. Gut, dann gehen wir mal in so einen Laden rein. Was ist das denn hier für ein Laden? Gucken wir mal, was es hier gibt. Jan Qualle. Emporium Qualani, dein Besuch ist uns wichtig. Dein Modestatus ganz schön cool. Tipp, Infos über die Effekte unserer Kleidung einholen, einfach Haus drücken, um die Anleitung lesen. Wir hoffen, dass dieser Tipp dein Kauferlebnis positiv beeinflusst hat. Dein Serviceteam Qualani. Alles klar, jetzt muss man gerade gucken, was auf dem, ne, auf dem Tablet ist gar nichts, also insofern uninteressant. Was gibt's denn hier? Das macht Verteidigung plus. Supersprung plus. Angriff plus. Okay. Schneller Rückkehr, auch nicht schlecht. Angriff plus ist natürlich auch gut. Gibt's noch mehr oder gibt's echt nur... Es gibt anscheinend wirklich nur Hemden. Ja, ist doch gut. Und mit R kommen wir zu Mützen. Ah. Okay. Anemona. Bienvenue. I'm Tentatete. Tentatete. Such dir in Ruhe was aus. Ach ja, meine Kreationen haben alle Effekte. Abwechslungsreiche Effekte. In der Anleitung steht alles genauer erklärt. Drück einfach Häuschen, dann siehst du sie. Und jetzt viel Spaß beim Aufhübschen.
Ob das hilft? Was soll das denn heißen, Frau? Was gibt's denn hier so? Supersprung erhöhen. Spezialabzug. Zähigkeit. Spezialdauer. Lauftempo. Ich finde Lauftempo gut. Nehmen wir mal Lauftempo. Kaufen. Anlegen. Merci vielmals. Ach, ja. Ausrüstung kannst du mit dem Tablet anpassen. Auf dem... Ja. Wir sehen uns. Gut, wir machen hier kurz einen Break. Geht dann gleich im nächsten Part wieder weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken.